Mir kam aus zwei Niederlagen. Von daher musste man sicherlich mit der Truppe noch mal kurz ins Gebet gehen, um ihnen, glaube ich, auch die Bedeutung innerhalb der Pandemie für den Verein klar zu machen. Da ist einiges angekommen. Ui! Und dann holt er sich den Ball sofort wieder zurück. Was für eine Aktion von Paul Drucks. Egal ob dreckig, egal ob unverdient, Hauptsache wir gewinnen. Wärst du mal so schnell zurückgelaufen, wie du dein Bier aufmachst, ne? Marian hat den ersten positiven Test. Somit war dann die ganze Mannschaft in Quarantäne, was für uns natürlich dann ja, ein herber Schlag war. Bob hat mir relativ früh zu verstehen gegeben, dass wir es ökonomisch nicht können, mit der Mannschaft, so wie sie jetzt hier ist, in die nächsten zwei Jahre zu gehen. Was natürlich dann dementsprechend das Aus für Simon für uns bedeutet. Das wird ein hartes Gespräch. Boah, den würde ich auch sehr gerne halten. Was kannst du da wirklich machen? Der Mann, der in Zukunft das bei uns auf Jahre leiten soll, bist du. Das ist sehr gut, so, ne? Oder? Auf jeden ja. Fall. Ja, da haben sich die letzten fünf Jahre rentiert, sag ich mal. Der Bundestrainer ruft an, da weißt du, da steht eine ganze Nation sofort dran. Ich hatte mir auch vorgenommen, Bundestrainer zu zeigen, allen zu zeigen, dass es halt, dass auf jeden Fall noch mehr in mir steckt. Was machst du mit Marian? Sehr, sehr ernüchternd für mich, diese Weltmeisterschaft. Jetzt gilt es aber, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich hoffe, dass Jakob und Lasse einfach bei uns genau da weitermachen, wo sie bei der Nationalmannschaft aufgehört haben. Sehr gut! Na,